ich verlange ein anständiges Zeugnis. Ich habe ja geschrieben, es ist okay gewesen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Kassensturz, dein Recht juristische Infos verständlich erklärt. Heute geht es um den einzigen Grund, wieso man nach einer Kündigung noch nicht ist zum Chef, nämlich ums Arbeitszeugnis. Guten Morgen, Herr Nidecker. Wow, ein paar Pfund abgenommen. Das Crossfit scheint wirklich zu wirken. Herr Gerber, Sie alter Charmeur. Hey, übrigens, schade, verlassen Sie uns. Ja, ich weiss, sehr, sehr schade, aber... Da ist nur ein Arbeitszeugnis. Danke vielmals für gar nichts. Wir klären unter anderem, welche Kriterien ein Arbeitszeugnis erfüllen muss, wenn man eins verlangen kann und was man machen kann, wenn die Arbeitgeberin einem kein oder kein korrektes Arbeitszeugnis ausstellen will. Mein Name ist Sven Ivanic, ich bin Jurist und Comedian und jetzt geht's los. Welche Kriterien muss ein Arbeitszeugnis erfüllen? Da haben wir vier Elemente. Es muss wahr sein. Das bedeutet, im Zeugnis darf nichts drinstehen, was objektiv falsch ist und der Arbeitgeber darf nichts Wichtiges verschwiegen. Wird zum Beispiel nicht erwähnt, dass ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz eine Straftat oder eine schwerwiegende Pflichtverletzung begangen hat, kann das auf den ehemaligen Arbeitgeber zurückfallen. Falls sich ein Mitarbeiter also regelmäßig in der Firmenkasse bedient hat, kann man nicht einfach schreiben, hat einen kreativen Umgang mit Geld. Sondern man muss das Kind beim Namen nennen, weil man sonst sogar als Chef zur Verantwortung gezogen werden kann. Auch darf der Arbeitgeber keine Beanstandungen reinschreiben, die er nicht schon während der Arbeitstour erwähnt hat. Wenn also plötzlich im Arbeitszeugnis steht, man wäre dem Vorgesetzten gegenüber frech gewesen, kann man das beanstanden. Wer ist da frech gewesen, du kleiner, trauriger alter Mann? Wichtig ist, dass man einen respektvollen Ton wahrt. Das Arbeitszeugnis muss außerdem klar sein. Klar bedeutet, das Zeugnis muss verständlich sein und es dürfen keine Formulierungen vorkommen, die zu viel Interpretationsspielraum zulassen. Aus diesem Grund sind Zeugnisfloskeln oder sogenannte Codes nicht zulässig. Ja, es klingt auf den ersten Blick natürlich schön, wenn der Arbeitgeber schreibt, ich im Fall da noch reingetan, hat sich stets um gute Vorschläge bemüht. Aber auf gut Deutsch heisst das, du hast es probiert, aber wirklich keine Ahnung gehabt. Weitere Beispiele für solche Codes, also unklare Formulierungen, wären Ihr Betragen war in der Regel korrekt. Klingt doch gut. Das klingt auch nicht, heisst aber, dass Sie sich oft auch daneben benommen haben. Oder Er findet sich mit der Unterstützung des Vorgesetzten in schwierigen Situationen zurecht. Auch das klingt schmeichelhaft, wenn man aber näher anschaut, merkt man, dass es heisst, der kann ohne die Unterstützung vom Chef gar nichts, nichts. Als Arbeitgeber kann man also entweder richtige Komplimente oder richtige Kritik hinschreiben, aber keine als Kompliment getarnte Kritik. Wir kommen zum nächsten Punkt. Das Arbeitszeugnis muss auch wohlwollend sein. Wohlwollend bedeutet, Arbeitnehmende müssen fair beurteilt werden. Das heisst, sie dürfen nicht an völlig überrissenen Forderungen gemessen werden. Nur weil zum Beispiel vor 25 Jahren der Max Mustermann einmal an einem Abend 7 Faxgeräte verkauft und so einen neuen Rekord aufgestellt hat, heisst das nicht, dass das ab jetzt der Standard ist, an welchem alle gemessen werden. Auch muss die ganze Anstellungstour wiedergegeben werden. Das heisst, es ist nicht zulässig, vorübergehende Leistungseinbußen oder Einzelfälle zu erwähnen. Zu schreiben, dass man unpünktlich wäre, nur weil man in 5 Jahren 2-mal zu spät gekommen ist, wäre nicht zulässig. Auch wenn etwas schon mehrere Jahre zurückliegt und keine Rolle mehr spielt, darf man es nicht mehr erwähnen. Also zu schreiben, jemand wäre streitsüchtig und konfliktfreudig, nur weil er oder sie dem Chef vor etwa 7 Jahren mal die Meinung gesagt hat, geht nicht. Ein Arbeitszeugnis ist keine Abrechnung, sondern ein Leistungsausweis. Ein Arbeitgeber darf einer ehemaligen Angestellten keinen Stein in den Weg legen, er darf also nicht schreiben, suchte ständig Streit, kritisierte die Kündigung täglich und verhielt sich völlig unkooperativ. Eine solche Bemerkung wäre nur dann zulässig, wenn sich die Angestellte immer wieder respektlos verhalten oder Weisungen ignoriert hat. Auch muss das Zeugnis die Dauer vom Arbeitsverhältnis und das Verhalten abbilden. Nach einer langen Arbeitstour darf das Zeugnis grundsätzlich länger und detaillierter sein als nur nach ein paar Monaten. Ein Angestellter hat also recht, wenn er sich beschwert, wenn sie schreiben, ist okay gewesen. Ja, was ist das Problem? Ich habe 14 Jahre lang da gearbeitet, über 10'000 Musikstunden gegeben und hunderte von nervigen Schülern unterrichtet. Ich verlange ein anständiges Zeugnis. Ich habe ja geschrieben, es ist okay gewesen. Ja, das geht natürlich nicht. Ein detailliertes Arbeitszeugnis ist nicht ein Satz, sondern etwa 1 bis 2 Seiten lang. Mit der Anstellungstour, der Aufgaben und der Leistungs- und Verhaltensbeurteilung. Schlussendlich ist es auch wichtig zu wissen, was nicht in ein Arbeitszeugnis gehört. Und das wären Angaben zur Gesundheit. Darum dürfen Absenzen wegen Krankheit oder Unfall nach der Rechtsprechung vom Bundesgericht nur in Ausnahmefällen erwähnt werden.
Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn der Arbeitsunterbruch wegen einer Krankheit erheblich ins Gewicht fallen würde und so ein falscher Eindruck entstehen würde, wie viel Berufserfahrung man tatsächlich gesammelt hat. Auch wenn die Arbeitsunfähigkeit einen wesentlichen Einfluss auf die Leistung oder das Verhalten gehabt hat, sollte man sie erwähnen. Entscheidend ist aber immer der Einzelfall. Was auch nicht ins Arbeitszeugnis gehört, ist der Kündigungsgrund. Der kann nur erwähnt werden, wenn er für künftige Arbeitgeber relevant ist, also zum Beispiel bei Pflichtverletzungen. Manchmal kommt es auch vor, dass der Arbeitnehmer selber wünscht, dass man den Grund reinschreibt, zum Beispiel bei einer Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen. So, jetzt haben wir gesehen, was für Kriterien ein Arbeitszeugnis beinhalten muss. Mit dem ist aber noch nicht alles geklärt. Wichtig ist natürlich auch, wie man ein Zeugnis bekommt. Wann darf man ein Arbeitszeugnis verlangen? Angestellte können jederzeit ein Zeugnis verlangen. Während der Anstellung ist das ein sogenanntes Zwischenzeugnis oder auch beim Austritt aus der Firma, dann nennt man es ein Vollzeugnis. Der Anspruch auf ein Zeugnis ist zwingend. Das bedeutet, Angestellte können auf das Recht nicht verzichten. Wenn der Chef also sagt, sie haben unterschrieben, dass sie kein Arbeitszeugnis brauchen, dann kannst du freundlich sagen, ja, mir wäre es ja egal, aber das ist eine zwingende Bestimmung. Wir sind handgebunden. Perfekt. Immer schön höflich bleiben, zumindest bis man das Zeugnis in der Hand hat. Danke vielmals, Herr Niederegger. Ich wollte Ihnen übrigens schon länger mal sagen, das sind Und ja, das bin ich gewesen. Ich habe Ihnen immer... Übrigens, Angestellte können statt einem Arbeitszeugnis auch eine Arbeitsbestätigung ohne Beurteilung verlangen. Ja, bis wann muss der Arbeitgeber das Zeugnis ausgestellt haben? Ein Schlusszeugnis, es ist wie der letzte Lohn, muss grundsätzlich am Austrittstag ausgestellt werden. Da lohnt sich der Arbeitgeber aber auch oft Zeit. Etwa 1 bis 2 Monate sind noch zumutbar, wenn der Arbeitnehmer eine neue Stelle hat, sonst kann der Arbeitgeber haftbar gemacht werden. Ein Zwischenzeugnis kann jederzeit verlangt werden, aber auch da gilt, wenn der Arbeitgeber nicht vorwärts macht, kann er haftbar gemacht werden. Was, wenn das Arbeitszeugnis gar nicht oder nicht korrekt ausgestellt wird? Dann kann man vor Gericht gehen und das Gericht kann den Arbeitgeber dazu verurteilen, das Arbeitszeugnis auszustellen oder bestimmte Passagen abzuändern. Ja, dass die gerichtlich abgeändert worden sind, gehört natürlich, wie schon erwähnt, nicht ins Arbeitszeugnis. Das wären unsere wichtigsten Punkte gewesen, wie man zu einem fairen und korrekten Arbeitszeugnis kommt. Wir hoffen, die haben euch geholfen. Schreibt uns doch in die Kommentare, was für kuriose Passagen ihr schon im Arbeitszeugnis gehabt habt und auf welche ihr besonders stolz seid. Danke vielmals fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind stets sehr bemüht, euch eine gute Show zu liefern. Ciao miteinander.